So, und da sind wir wieder bei Lego Jurassic World. Mit den neuen Protagonisten. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich hier hinlaufe. Ah. Code eingeben. Nee. Lass mich durch. Können wir eben einmal gucken, was für rote Steine wir haben. Detektor goldene Steine. Könnten wir eigentlich holen. Detektor Bernstein, auch ganz gut. Kompi-Modus immer noch. Helium-Stimmen. Ne, wir holen uns mal den Detektor Bernstein. Wir können eigene Charaktere machen. Das machen wir aber später. Machen wir erstmal den Detektor an. Der wird uns hier jetzt nichts anzeigen, weil wir sind in keinem Level. Aber immerhin. Hier haben wir wieder Creation Lab. Wir sind einfach wieder hier. Okay, was will ich mir denn machen? Machen wir mal einen eigenen Trodon. Einen aufgebesserten. Na, wir machen wie immer Triceratops. Sieht doch schon mal cooler aus als vorher. Machen wir denn so? Ist doch auch schon mal was. Nur damit ich es nochmal gemacht habe. Oh, was können wir denn hier machen? Ach, die ganzen Minikits angucken. Ich würde einfach schon gucken können, was das wird. Bevor wir das überhaupt gebaut haben. Und da geht's wieder zurück. Ich will auf Erkundungstour. Aber glaub bloß nicht, dass ich dich retten komme, wenn du im Fundbüro landest. Bitte beachten Sie, die westliche Promenade ist momentan gesperrt. Wir hoffen, sie Ihnen schon bald wieder zugänglich machen zu können. Wenn hier so viele Leute rumlaufen, dann kann das ja nur heißen, dass das hier günstig sein muss. Obwohl man denken könnte, dass das ziemlich viel kostet, hier hinzukommen. Denken Sie daran, dass die Gyrosphären keine Autoscooter sind. Dann folge ich mal dem Stein. Stats. Hier ist der Streichelzoo. Oh, hey, kannst du diesen Jungs ein Mittagessen besorgen? Ich habe einen Hexenschuss vom Ausschaufeln des T-Rex-Geheges. Okay. Aber das können wir nicht machen. Ja, dann laufe ich erstmal hier weiter. Dürfen wir da rein? Tickets gelten für den ganzen Park. Kommst du da durch? Den Typen hätte ich kaufen können. Kauf den Typen.
Jetzt kann ich ihn nicht mehr kaufen, natürlich. Ihr Kinder habt ja nichts verloren. Aber wo ihr schon mal hier seid, habt ihr eine Idee, wie man das Teil hier zusammensetzen kann? Klar. Habt ihr? Ihr habt dem alten Bernie gerade den Hintern gerettet. Klasse, das sieht echt gut aus. Weiter so. Ja, genau so muss es sein. Danke. Boah, ich konnte nicht mal auswählen, wen ich hier wähle. Wahrscheinlich haben die mir aus dem Grund den Bärenstein gegeben. Und ich muss wahrscheinlich gegen die anderen kämpfen. Keinen Schaden. Hier sind doch kaum Leute. Wie kann da so viel Geräuschkulisse sein? Die westliche Promenade wurde wieder eröffnet. Denken Sie daran, Eiscreme ist Futter für Menschen, nicht für Dinosaurier. Die Gyrosphären! Wir können mit den Gyrosphären fahren! Jetzt wollen die schon zu den Gyrosphären. Okay. Naja, eigentlich haben die sich vorher noch den Mosasaurus angeguckt. Warten, während wir aufgeräumt haben. Einen schönen Tag noch. Jo, erstmal zocken. Ich höre einen goldenen Stein. Oh, und vergessen Sie nicht, sich die Mosasaurus Arena anzusehen. Die ist wirklich was Besonderes. Aber das nächste Mal, wenn Lyle Urlaub hat, kannst du allein für ihn übernehmen und mich nicht auch noch mitverpflichten. Ich bin Handwerker, kein Hausmeister. Ja, sorry, mein Fehler. Na, ich laufe einfach mal weiter. Sushi-Shop, ey. Diese Mauern sind bestimmt 15 Meter hoch. Wie die wohl den T-Rex füttern? Weiß nicht. Vielleicht wie bei dem riesigen Wassersaurier und dem Hai. Wohin komme ich eigentlich, wenn ich hier hingehe? Ja. Hast du gesehen, wie schnell diese Schweine sind? Wie Motorräder mit Speckgeschmack! Ich laufe dann erstmal weiter. Obwohl ich mir das hier alles eigentlich angucken will. Aber dazu habe ich gleich noch genug Zeit. Mit Sicherheit. Schade, ich kann die Leute nicht verprügeln. Es tut mir leid, Leute. Ein Techniker ist schon auf dem Weg. Hoffe ich. Oh Mann, die werden mich schon an meinem ersten Tag feuern. Das Gleis für die Gyrosphären ist kaputt und niemand repariert es. Hätte ich doch bloß Rasenmähen als Ferienjob angenommen. Na los doch. Ich und mein Sohn warten hier schon seit einer Stunde. Ihr habt es geschafft. Die werden mich doch nicht feuern. Zumindest nicht hierfür. Aber ich schulde euch was. Alles klar, Leute. Das Fahrgeschäft wurde wieder eröffnet. Das wurde aber auch Zeit. Gute Neuigkeiten, Emma.
Sollte nicht mehr lange dauern. Lass nicht nochmal Angst. Genießt die Fahrt! Und ja, bloß nicht mit Tieren in Hier sind eindeutig weniger Leute, als im Film waren. Hey, pst! Ihr habt mir geholfen, also werde ich euch ein großes Geheimnis verraten. Es gibt da diese besonderen Druckplatten. Wenn ihr eure Gyrosphäre darauf parkt, habt ihr Zugriff auf Abkürzungen durch den Park. Ziemlich schick, was? Okay. Sag das doch gleich. Ha, vergiss es, ich lass dich nicht durch. Hey, ich bin's. Es gibt auch noch Druckplatten, die eure Gyrosphäre in die Luft schleudern, wenn ihr darauf fahrt. Wie erwähnt, das ist ein Geheimnis. Also sagt niemandem, dass ihr es von mir wisst. Sekunde, überwachen die eigentlich den Funk? Das tun wir, Marty. No hablo español. Ich frag mich immer noch, wie ich diese orangen Teile da hinkriege. Banane, um dem da zu helfen. Haben wir überhaupt jemanden, der da reingehen kann? Weil er hier immer noch steht. Natürlich. So, kann der da reinspringen? Nö. Dann machen wir es so. Warum habe ich denn eben nicht gesehen? Mit Mr. DNS macht Lernen wirklich Spaß. Alter, aufs Gelände. Sie sagten, wir sollen zurückkehren. Siehst du? Bitteschön. In nächster Nähe zu vier Dinosaurus. Ankylosaurus. Wir sollten gar nicht hier sein. Und da sind fünf Saurier. Los, los! Er wird hier schon wieder. Bernstein angezeigt. Links irgendwo. Deswegen halte ich mich jetzt mal links. Ich habe gerade wohl den Teil verpasst. Oder es ist rechts. Ich weiß es nicht. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Wo ist der hin? Ist der weg?
befreien. Ah. Hab ich bekommen. Tritt auf die Bremse. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Wir sollten dem Ankylosaurus helfen. Vielleicht besiegt er den anderen. Du bist der Dino-Experte. Da oben ist ein Bienennest. Ich weiß, was zu tun ist. Ziemlich unwahrscheinlich, dass der Ankylosaurus da gewinnt. Sag ich nur mal so. Im Film war das kein Problem. Da war der in 0, nichts weg. Naja, so lange hat er jetzt nicht durchgehalten, der war eigentlich schnell weg. Ich meine natürlich den Ankylosaurus. Eigentlich waren die ja beide in einer Biosphäre. Ich glaube, dein Plan geht auch. Was können wir sonst noch tun? Immerhin können die mir nichts anhaben. Ah, der kann das zerstören. Dann weiß ich das jetzt immerhin. Sei vorsichtig, Gray. Und Foto schießen. Geschafft. Natürlich. Mit der Gyrosphäre komme ich nie über diesen Baum. Ich baue dir eine Rampe. Danke. Warum springst du zurück? Aber rankommen. Nur wie? Ich
Ich meine, der springt nicht hoch genug, also von daher. Ach, ich mache einfach wieder Überlänge, damit ich das Level hier durchkriege. Rodon! Los auf dich auf! Immer diese Rodons. Natürlich, er kann das aufbauen. Immer der dann schafft. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Ich frag mich, was ich für ein Dino bekommen habe. Aus dem Bernstein. Gesehen habe. Natürlich. Eben fertig. Oh, und da kann ich eigentlich nichts mehr tun. Film hat er denn nur einmal auf den Rücken gerollt und das war dann. Mehr hat er gar nicht ausgehalten. Das ist für die Gerosphäre. Ich komme schon. Wo? Ist die Gerosphäre beschädigt? Nein. Sie funktioniert noch. Er hat den Ankulus auch aus einem Schwanz gepackt. Tu doch was denn. Okay, okay. Dieses Geräusch gehört. Heißt, hier ist irgendwo was. Naja. Ach nö, die ist schon wieder ein Kran. Ich mag das nicht, wenn man irgendwas im Kran machen muss. Benutze ich dieses Ding? Wisst ihr was? Nein, ich mach das Auto. Da krieg ich bestimmt auch irgendwas für. Oder ich muss das sogar mit dem Auto machen. Wahrscheinlich.
sollen sich tarnen, oder? Aber im Gehege sind Infrarotkameras. Dazu müsste es seine Wärmesignatur geändert haben. Kein Tier kann sowas. Ach ja, das hier schon. Es war bestimmt irgendein technischer Defekt. Tich, haben Sie denn nicht aufgepasst? Diese Kratzer waren eine Ablenkung. Wir sollten denken, sie sei entkommen. Ich werde alles im Norden des Parks schließen. Das Eindämmungsteam soll ihn diskret einfangen. Die Existenz dieses Parks hängt davon ab, dass wir mit solchen Vorfällen umgehen können. Reden Sie ein ernstes Wort mit Ihrem Laborteam. Dieses Ding da draußen ist kein Dinosaurier. Zara, du musst die Jungs sofort zurück ins Hotel bringen. Halt. Ich kann nicht... Langsam. Sie sind was? Ich brauche Hilfe. Meine Neffen sind da unten im Tal. Naja. Was ist denn jetzt eigentlich aus dem Ankylosaurus geworden? Der ist einfach nur abgehauen, ey. Normalerweise wurde der getötet. Dann muss ich gleich mal hoffen, dass diese eine Szene in dem Spiel auch drin vorkommt. Dann kann ich nämlich wieder sagen, ja, das ist irgendwie unlogisch. Die kommt bestimmt noch. Und wenn die nicht kommt, dann erzähle ich euch von der in irgendeinem der nächsten Parts. Endlich mal den Ankylosaurus bekommen. Fast schon 100 goldene Steine und Geschichte fortsetzen. Und immer noch der Bug. So, würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Weiß nicht, kommt in keinem meiner Bücher vor. Wir müssen zu Tante Claire zurück. Ciao.